Ich habe Professor Lothar Seiwert hier, einer der bekanntesten deutschen Autoren und Speaker auf jeden Fall. Ja. Du oder Sie? Das kann ruhig du sagen. Ruhig du? Ja, ja, super, das freut mich. Ja, schön erstmal, dass du hier bist. Wir flirten jetzt gewissermaßen, genau. Ja, aber auf einer anderen Ebene. Auf einer anderen Ebene, na, aber hier in Köln kann man ja auch ruhig mal als Männer kurz auch flirten, das ist ja auch bestimmt. Genau. Du hast ein Buch geschrieben, was ein absoluter Bestseller ist, nämlich Simplify Your Life. Ja. Wir haben das bei der Flirt University seit Jahren auf unserer Buchempfehlungsliste. Und deswegen bin ich natürlich extra stolz, dass ich jetzt hier heute mit dir sitzen kann. Ihr habt jetzt hier, habt ihr auch ein Kapitel so, also es geht ja darum, dass man viel im Leben einfach entrümpelt. Also sagen wir mal, so ein bisschen so Minimalismus-Ansatz. Mhm. Ne? Ich fand das auch ganz toll. Ihr beschreibt da oft so Zusammenhänge zwischen, wenn man einen Keller nicht aufgeräumt hat, dann ist es irgendein Lebensbereich, der da auch dran hängt und so. Jetzt gibt es ein Kapitel zum Thema Beziehungen. Also entrümpeln Sie Ihre Beziehungen, heißt das, glaube ich. War dir das direkt so klar? Oder, also, weil es ist schon irgendwie interessant. Ne? Also es ist ja einerseits irgendwie Bereiche so Gesundheit, Spiritualität, Zeit ist dein Hauptthema. Natürlich, so ist es, ja. Wie kamst du dann zu diesem Bereich, dass du gesagt hast, vereinfachen Sie Ihre Partnerschaft? Wir haben eine Pyramide aufgestellt und uns gefragt, was sind eigentlich die elementaren Bereiche, die uns im Leben so im Alltag Schwierigkeiten bereiten oder wo wir etwas tun müssen, um unsere Lebensqualität zu verbessern. Und der erste Bereich, und da fängt es an bei allen, ist das Aufräumen, das Entrümpeln. Viele kommen nur bis zur ersten Stufe, die sind aber glücklich und sagen, es ist so befreiend, Dinge rauszuschmeißen, wegzuschmeißen aus dem Kleiderschrank, aus dem Wohnzimmer, aus dem Keller, vom Dachboden. Und ein Bereich ist eben Beziehung und Erfahrung, die ich auch selber gemacht habe. Es gibt Menschen in deinem Leben, manche nennen das auch Gefühlsvampire, die saugen einen aus, die klagen einfach nur über Probleme, die ziehen einen emotional runter und da ist man hinterher gar nicht genauso fröhlich, wie man vorher war. Die ziehen einen runter und wir können uns nicht um jeden kümmern. Wir können nicht jede Freundschaft pflegen, nicht jede Beziehung. Und deshalb empfehle ich, auch da Prioritäten zu setzen und auch zu entrümpeln, in Anführungszeichen sich zu fragen, was sind meine wichtigsten Freunde, meine wichtigsten Bekannten? Welche Beziehung bringt mir was, bringt mich weiter? Und wo zahle ich eigentlich drauf? Okay, also dass einerseits die Leute loswerden, ne, also so Wertvampire loswerden oder Gefühlsvampire loswerden. Wir haben bei der Flirt University das Prinzip immer Wert geben. Also immer dafür sorgen, wo kann man, du sprichst ja viel über den kybernetisch wirkungsvollsten Punkt, auch mit einer EKS-Strategie, die ja mehrfach ausgezeichnet wurde auch. Kann man das auf Beziehungen übertragen, dass man sagt, da gibt es einen wirkungsvollsten Punkt? Natürlich, ja, den haben wir intuitiv sehr schnell raus, also gegenseitig, leider oft im negativen Sinne, da muss man nur ein Stichwort sagen und sofort geht der andere hoch wie eine Rakete. Oder fühlt sich vielleicht auch besonders verstanden von einem? Ja, auch in der anderen Richtung, fühlt sich angegriffen oder eben besonders gut verstanden, das, was den anderen am meisten erfreut. Also mir die Frage zu stellen, weil jeder denkt meistens immer nur an sich. Und wenn ich eben mich gegenteilig verhalte, man nennt das alterozentriert, also mir über den anderen Gedanken zu machen, also mir die Frage zu stellen, womit kann ich dem anderen am meisten eine Freude machen? Was tut ihm jetzt, heute am meisten gut? Und dem anderen das zu geben, dann kann ich das im Grunde genommen nicht mehr verhindern, dass das eine gute, stabile Beziehung bleibt. Das ist aber stark. Jetzt kommen ja bei uns zur Flirt University. Ah, da hole ich euch mal kurz ran hier. Da kommen ja viele Leute, die, sag ich mal, sehr, vielleicht also wirtschaftlich sehr erfolgreich sind, aber sonst ein bisschen schüchtern. So, ja. Jetzt bist du Top-Speaker, hast schon vor Tausenden von Menschen gesprochen. Hast du das mal selbst, irgendwie Nervosität auf der Bühne? Natürlich. Und ich habe vielleicht schon in früher Jugend gelernt, das abzubauen. Ich war mal in einem früheren Leben Messdiener in der katholischen Kirche und dazu gehörte es, dass ein Messdiener aus der Bibel vorlas vor der gesamten Gemeinde. Also der Pfarrer hat die Predigt gehalten, aber die Lesung wurde irgendwann mal an einen Messdiener delegiert und er trat also an das Pult.
Er stellte sich hin und sagte: Lesung aus dem Brief des heiligen Apostels Paulus an die Korinther, liebe Gemeinde. Und alle waren still, mucksmäuschenstill, und hörten mir zu. Und das fand ich einfach geil. So ein Moment of Excellence. Ja, das hat mir Spaß gemacht, das hat mir gefallen. Ja, das hören die jetzt mindestens auf YouTube, nämlich alle. Ja. Und vielleicht kannst du als einer der Top-Redner da in Deutschland vielleicht einen Tipp geben. Was macht denn jemand, wenn er jetzt ein bisschen nervös ist? Wenn er vielleicht bei sich in der Firma einen Vortrag halten muss oder vor anderen Leuten sprechen? Das heißt ja, die Hauptangst der Menschen ist sozusagen, eine Rede zu halten vor Gruppen. Ja. Größere Angst als vom Tod. Also sprich, die Leute würden lieber im Sarg liegen, statt ihre eigene Grabrede zu halten. Das ist so. Also ich möchte zwei Tipps geben. Grundsätzlich gilt, je häufiger ich etwas tue, umso mehr Routine und Erfahrung bekomme ich. Also zum Beispiel auch eine Frau ansprechen, wenn man da natürlich, ja. Und ich kann überall üben. Oder ich bin Fußballfan, also Elfmeterschießen. Ja, je öfter, desto besser üben. Und Vorträge, also je öfter ich das mache, jede Gelegenheit ergreifen. Im Verein oder es gibt eine tolle Organisation, Dale Carnegie Training, gibt es an Volks- und da kann man das schlicht und einfach üben. Und ein Tipp lautet, der ist nicht von mir, aber der wird seit ewigen Zeiten verbreitet: Stell dir deine Zuschauer in Unterwäsche vor. Dann kommen die dir nicht mehr so respektverschaffend vor im Anzug, sondern stell dir die einfach in Unterwäsche vor. Das sind ganz natürliche Menschen. Ob das bei Menschen, den Frauen im Flirten immer so klappt oder ob man da nicht noch nervöser ist. Wenn ich dich jetzt im Bereich Beziehungstipps frage, ist natürlich auch insofern stark, Du hast selbst eine neue Beziehung auch mit Renee Moore, eine ganz tolle Frau aus den USA, Finde ich auch Top-Speakerin. Ich glaube, die kommt aus dem Umkreis von Brian Tracy. Ne? Ja. Hast du Brian Tracy selbst mal getroffen auch? Ja, diverse Male, ist auch ein Freund geworden, tolle Persönlichkeit. Ja, also auch wirklich, also auch so deine Generation, ne? Aber wirklich ein total spannender Redner aus den USA. Von Renee habe ich was wirklich gut gemacht, nach einem Vortrag, den sie gehalten hat, angesprochen. Sie war natürlich umringt von vielen Menschen wie heute Abend, die was von ihr wollten, und habe sie nach ihrer Visitenkarte gefragt und nach meiner Visitenkarte. Und da war natürlich irre viel los, und dann habe ich ihr eine E-Mail geschrieben und einen Spruch, den jeder kennt: Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Und dann habe ich ihr einfach ein Bild mit 2 Glas Champagner geschickt, die sich irgendwie angestoßen haben. Das findet man ja sofort im Internet, noch ein Herzchen drunter. Und das Ding jetzt gemacht, echt? Damit war eigentlich alles gesagt. Okay, schön. Und dann hat sie mich einen Tag später angerufen. Jetzt sind die Leute ja alle mit ihren Smartphones unterwegs. Das Dating-Leben hat sich ja massiv geändert. Alle machen Online-Dating. Und ich glaube, ziemlich zeitineffizient ganz oft. Ich glaube, viele verschwenden viel Zeit und lassen viel Zeit in ihrem Dating, ohne dass dann die Ergebnisse rumkommen, die du dir da vielleicht wünschst. Und hast du da ein Tool, was man vielleicht übertragen kann aus dem Zeitmanagement aufs Dating? Also wo man sagen kann, Mensch, so auf die Art und Weise kann man seine Zeit da vielleicht besser organisieren? Ja, es kommt sicherlich auch auf das richtige Portal an. Und auch hier gilt eben, Prioritäten zu setzen und mich zu fragen, haben wir wieder das Stichwort kybernetisch wirkungsvollster Punkt. Womit erziele ich beim anderen am meisten Interesse oder Aufmerksamkeit, dass die Person mir antwortet, dass sie sich vielleicht darauf einlässt, mir eine Telefonnummer zu geben oder ich einen Telefontermin verabrede, wo sie mich anruft. Weil hin und her mailen ist gut und schön, aber am Telefon kann ich schon sehr viel mehr bewirken, mit dem Ziel, ein richtiges Date herbeizuführen. Ja. Okay, aber unter reinen Zeitmanagement-Aspekten ist natürlich Speed-Dating angesagt. Ich kann auch an der Stelle verraten, vor etlichen Jahren war ich auch mal in einem solchen Portal unterwegs und habe mich dann verabredet, immer im gleichen Lokal, und dann hat der Kellner bestimmt gedacht, boah, das muss ja ein Mordskerl sein. Bei dem läuft's. Jeden Abend mit einer anderen Frau, aber jetzt mal aus meiner Sicht, eigentlich ist ja schon nach ein paar Minuten klar, kann das was sein oder nicht. Und da ich Speed-Dating habe,
sowas noch nicht mitgemacht, gab es zu meiner Zeit, als ich damals aktiv war, noch nicht. Das ist super effizient, ja, weil innerhalb von 5 Minuten kann ich schon eine Schwingung spüren und kurz abchecken oder auch abgecheckt werden. Könnte das was sein? Mhm. Wollen wir uns verabreden oder nicht? Also das ist so, was man Zeiteinsatz pro Stunde annimmt, also eine unglaublich effektive Form. Ja. Jetzt gibt es beim Speed-Dating, wo du das gerade sagst, ist ja so, dass es so ein bisschen so eine gekünstelte Situation, sage ich mal, auch ist. Ne? Also die Leute sitzen dann da, sind alle nervös, ist immer so das schnelle Interview eigentlich. So, da gibt es eine Alternative zu, die heißt Face-to-Face-Dating. Da triffst du dich quasi am Abend, einem Abend mit 6 Leuten. Und es ist eher so ein bisschen so Kneipenatmosphäre. Man hat aber verschiedene Kneipen, in denen immer wieder neue Grüppchen warten quasi, die man dann kennenlernt. Also man lernt sich in der Gruppe kennen, aber findet dann natürlich dann vielleicht auch seine Liebe. Ja. Könnte vielleicht eine ganz gute Alternative jetzt hier für dich sein, lieber Zuschauer. Habe ich wieder noch was dazugelernt. Ich hoffe, ich brauche es nicht mehr in diesem Leben, weil ich eine tolle Traumfrau gefunden habe. Aber das klingt eben auch sehr interessant. Ja. Das wünschen wir dir auch auf jeden Fall. Ganz viel Erfolg in deiner, in deiner Beziehung auf jeden Fall mit Renee Moore. Ja. Und vielen, vielen Dank für dieses Interview auf jeden Fall. Und du, wie gesagt, schau doch mal bitte auf dem Kanal von Professor Lothar Seibert vorbei. Spannende Tipps zum Thema Zeitmanagement. So, alles klar.